Click-Through-Rate-Optimierung. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INMWW und Sie schauen website-marketing.ch. Und wenn Sie auf Google sind und nach was suchen, dann kriegen Sie Suchresultate. Und die klicken Sie dann an oder eben auch nicht. Wenn Sie es anklicken, dann kommen Sie auf die Seite des Anbieters. Und das ist dann ein Click-Through. Also Sie haben auf ein Suchresultat geklickt. Und die Click-Through-Rate, die bewegt sich zwischen 0 und 100%. In der Regel natürlich eher bei irgendwo 0 bis 10 als bei 100%. Trotzdem, sie werden so und so viel mal angezeigt. Das sind Impressionen, Suchresultate werden angezeigt und so viel klicken dann drauf. Und das Verhältnis nimmt man eben die Klickrate oder die Click-Through-Rate. Das Ganze wird im Webmaster-Tool abgebildet und die können Sie optimieren. Denn wenn sie schon angezeigt werden, dann sollten sie auch angeklickt werden, sonst haben sie was falsch gemacht. Ich bin hier in den Webmaster-Tools drin. Wenn Sie die noch nicht installiert haben, dann können Sie das machen. Das ist relativ simpel. Ein bisschen Code, damit Google weiß, dass Sie der Betreiber der Webseite sind. Und dann kriegen Sie hier diese Information. Google hat diese Information sowieso. Ist also nicht so, dass Sie hier irgendwas weggeben, das Google vorher noch nicht gewusst hätte. Sie geben bei Zugriffe auf Suchanfragen und kommen dann hier auf diese Übersicht. Und hier habe ich beispielsweise das Keyword CMS, in unserem Fall. Ich habe 2000 Impressionen, also 2000 Mal wurde nach diesem Keyword gesucht und wir wurden angezeigt. Geklickt hat niemand. Die Click-Through-Rate ist dementsprechend 0 und ich bin durchschnittlich auf Position 8,9. Wenn ich jetzt auf dieses Keyword drauf gehe, sehe ich dann auch, wie die Seite dahinter ausschaut. So, das ist diese Seite hier. Also ich komme oder käme auf diese Seite und wenn ich mir jetzt das Suchresultat anschaue, was natürlich wichtig ist, dann schaut das so aus. Und das muss ich nun optimieren, weil offenbar klicken hier zu wenig drauf. Ich habe hier den Titel, den kennen wir, der steht oben auch im Browserfenster drin. Ich habe hier den URL und ich habe hier unten die Description. Kann sein, dass die Google selber zusammenstellt, ich müsste aber mindestens was vorgeben. Ich denke, das ist hier von uns vorgegeben. Was ist jetzt der Grund, warum hier zu wenige draufklicken? CMS vielleicht individuelle Ansprüche. Kann sein, dass die Leute keine individuellen Ansprüche, sondern Standardansprüche haben. Der Teil ist vielleicht ein bisschen zu kurz, also da könnte ich noch ein bisschen mehr Informationen reinpacken. Und hier in der Description kommt das Wort CMS nicht mehr vor. Da kommt das Wort Content Management System vor und Google checkt, dass das dasselbe ist. Trotzdem, das fehlt hier. Das heißt, wenn ich hier über die Suchresultate gehe, kann es sein, dass ich hier nicht draufklicke. Gut ist sicher, dass beispielsweise CMS am Anfang steht. Schauen wir uns noch ein anderes Keyword an, beispielsweise Webagentur. Da sind wir auf Position 6, haben eine Click-Through-Rate von 5%. Das sind 30 Klicks bei 600 Impressionen. Wenn ich hier wieder drauf gehe, sehe ich, dass hier verschiedenste Seiten kommen. Das hier ist eine Unterseite, eine Wissensseite. Das ist die Startseite. Dann gibt es eine News-Seite und offenbar manchmal auch noch die Sitemap. Und wenn ich mir jetzt diese Wissensseite anschaue, dann ist die wahrscheinlich in Ordnung. Passt so. Aber wenn ich natürlich das Suchresultat dieser Wissensseite hier begutachte, dann sehe ich hier, da steht Wissen, Doppelpunkt, Webagentur, INMAG. Ist vielleicht nicht unbedingt das, was ich erwartet habe, denn ich möchte hier einfach eine Webagentur finden. Das heißt, das Wissen müsste hier weg, damit ich hier den Besucher, den Klick eben kriege. Und dann habe ich höhere Click-Through-Rates. Und den Besucher auf der Seite, dann geht es natürlich weiter, da muss er konvertieren, aber das ist dann was ein anderes Thema. Würde mich interessieren, ob ihr diese Click-Through-Rate schon mal gecheckt habt, ob ihr die optimiert, also die Suchresultate, die schon angezeigt werden. Ganz ein wichtiger Faktor natürlich, das würde mich wie immer hier in den Kommentaren interessieren. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INMAG und Sie haben website-marketing.ch geschaut.